Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Heile deinen Körper und deine Seele. Der Podcast, der dir dabei hilft, den Kampf mit deinem Körper zu beenden. Mein Name ist Jackie Freitag und nachdem ich selber 13 Jahre mit diesem Thema gekämpft habe, freue ich mich heute so sehr, dieses Thema mit dir teilen zu dürfen. Und daher wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge. Hallo und einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Ja, erstmal wieder wunderschön, dass du da bist und wunderschön, dass ich dir heute wieder ein Interview präsentieren darf mit der lieben Annelie. Und ja, es ist wieder ein so, so schönes Gespräch geworden. Annelie ist auch ehemalige Soulfood-Teilnehmerin, also auch noch relativ frisch vom Januar. Also eigentlich erst vor 3,5 Monaten hat ihre Reise begonnen und sie sagt selbst, dass sie vor Soulfood irgendwie verloren war und auch wusste, dass ihre Arbeit sie nicht erfüllt, aber auch nicht wusste, was sie sonst gerne machen möchte. Und sie hat sich den ganzen Tag eigentlich beschallen lassen und ihre Gedanken haben die ganze Zeit um Essen gekreist und sie wusste eigentlich selber nicht so richtig, wer sie ist, was sie möchte. Und stattdessen hat sie sich damit beschäftigt, wie viel Kalorien sie zu sich nimmt, wie viel Sport sie macht und was sie genau isst etc. Und ja, durch Soulfood, durch die Reise mit Soulfood hat sich all das gravierend verändert. Aber das wird sie heute selber erzählen. Und deswegen freue ich mich heute sehr, dass Annelie hier ist. Ja, hallo Annelie. Ich freue mich tierisch, dass du hier bist und du deine Geschichte mit uns teilst. Und ich würde direkt auch das Wort an dich übergeben. Und wenn du magst, erzähl uns gerne mal ein bisschen, wer bist du? Wie sah deine Geschichte aus? Ja, teil gerne mal alles, was du mit uns teilen möchtest. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin und von meiner Geschichte erzählen darf. Ich kämpfe quasi ja schon fast mein ganzes Leben mit dem Thema Essen und Gewicht. Das hat bewusst so angefangen. Ich weiß, als ich 13 war, habe ich in mein Tagebuch geschrieben, dass ich unbedingt abnehmen muss. Ich war schon immer ein bisschen dicker und habe das halt auch von meinem Umfeld immer wieder gespiegelt bekommen, dass das nicht gut ist und nicht richtig ist. Und dadurch ist bei mir dann einfach immer dieses Gefühl entstanden, so wie ich bin, bin ich einfach nicht genug. Und dann habe ich halt versucht, das Essen zu kontrollieren, habe immer wieder viel Sport gemacht. Und das war bis jetzt eigentlich immer so, dass ich zwischen super strenger Diät und nichts Schlimmes, also nicht süßes Essen und jeden Tag Sport, das eine Zeit lang gemacht habe, dann war es mir irgendwann so anstrengend. Da habe ich gesagt, nein, wir lassen das jetzt. Habe in Anführungsstrichen normal gegessen, habe dann aber wieder zugenommen, weil mein Essverhalten halt nicht normal war. Und das ging einfach die ganze Zeit immer wieder, dieser Kreislauf. Und ich war das Thema einfach müde und leid und diesen ständigen Kampf mit mir und meinem Körper. Und ich war einfach nur noch unzufrieden. Und ja, ich folge dir, Jackie, schon länger. Habe auch schon von Soulfood gehört. Und ich habe aber irgendwie immer gedacht, bei mir ist es ja gar nicht so schlimm. Also ich habe ja keine richtige Essstörung. Ich bin ja eigentlich ganz normal. Deswegen ist das für mich einfach nicht das Richtige. Und letztes Jahr im Herbst, ich habe einen Yogakurs gemacht und wir saßen da abends im Yogakurs und eine andere Teilnehmerin hat dann gesagt, ich habe heute ganz vergessen zu essen. Und ich saß und habe gedacht, hä, wie kann man denn vergessen zu essen? Das ist mir noch nie passiert. Das würde mir auch nie passieren. Ich denke irgendwie die ganze Zeit ans Essen. Und was kann ich essen? Und was kann ich Gesundes essen? Und ich habe nur gedacht, hä, das ist doch, irgendwie konnte das gar nicht verstehen. Und da habe ich irgendwie zum ersten Mal gemerkt, dass mein Verhalten zum Essen doch nicht so normal ist, wie ich dachte. Weil ich dann auch gedacht habe, es weiß ich nicht, kann ja nicht normal sein, dass wirklich die Gedanken ständig ums Essen kreisen. Und dann habe ich mich halt im Januar entschlossen, Soulfood zu machen. Und habe auch im Bewerbungsgespräch, im ersten Interview gemerkt, okay, das ist das Richtige und ich möchte das. Genau, ich könnte vielleicht noch sagen, dass ich durch den Podcast von Aileen damals im Januar, den habe ich gehört, also ich habe auch vorher schon immer die Podcasts gehört und habe gedacht, bei Aileen, wow, okay, sie sagt irgendwie so, sie kommt in den Raum und sie strahlt und alle Leute bemerken das und ich dachte, wow, okay, das möchte ich auch, dieses Gefühl, dass man einfach mit sich so im Reinen, so im Klaren ist, dass man in den Raum kommt und einfach strahlt, weil das hatte ich irgendwie gar nicht. Ich war irgendwie unzufrieden und nicht glücklich. Und ja, das hat mir dann nochmal so den Ausschlag gegeben, okay, ich mache jetzt Soulfood, ich möchte jetzt was ändern. Sehr schön. Ja, erstmal danke fürs Teilen. Und ich finde es schön, dass du gerade auch
sag ich mal, im Namen der Frauen sprichst, die vielleicht denken, ich habe keine Essstörung, weil klar, wir verbinden gerne damit wirklich Magersucht oder Bulimie oder ähnliches. Deswegen finde ich das sehr, sehr schön, dass wir auch gerade bei dem Punkt nochmal rauskommen und einfach auch nochmal gerade betonen dürfen, dass immer, wenn wir eigentlich kein natürliches Essverhalten haben, eigentlich ein gestörtes Essverhalten haben und es uns ja belastet. Ne? Und vielleicht können wir da auch direkt so den Übergang finden. Das Thema Belastung mit den Gedanken an Essen. Also wie hat sich das bei dir ausgeprägt? Möchtest du da vielleicht nochmal so ein bisschen erzählen, wie sich das gezeigt hat? Ja, also es war tatsächlich so, dass irgendwie zum Schluss ich nur noch ans Essen gedacht habe. Und also ich habe auch für die Arbeit immer mein Essen vorbereitet. Und ja, aber ich saß dann wieder, wenn ich morgens gefrühstückt habe, war ich irgendwie so, okay, wann esse ich dann als nächstes und was esse ich dann als nächstes? Und wenn ich bis dahin Hunger habe, kann ich vielleicht zwischendurch noch einen Snack essen? Es war irgendwie, ja, es ging nur noch darum. Und ich war dann, ich weiß nicht, manchmal gab es dann so, wenn ich dann nicht das passende Zuhause hatte oder mir nichts vorbereiten konnte, dann hatte ich auch so eine innere Unruhe und irgendwie das Gefühl, oh nein, jetzt habe ich, also was esse ich denn jetzt? Ich habe jetzt gar nichts vorbereitet. Das war schon sehr belastend. Und ja, auch irgendwie, wenn man essen gegangen ist, habe ich voll überlegt, okay, esse ich jetzt, was ich möchte? Gönne ich mir mal was? Oder esse ich lieber nur einen Salat und bleibe da gesund? Es hat halt schon sehr viel beeinträchtigt und irgendwie hat mir auch diese Freiheit in meinem Leben gefehlt, weil ich ja alles quasi vorgeplant habe. Ja. Und ich hatte auch immer meinen Fitness-Tracker um und habe dann immer geguckt, wie viele Schritte ich habe und wie viele Kalorien ich verbrannt habe. Und wenn dann abends irgendwie noch was fehlte, habe ich halt vom Schlafengehen nochmal irgendwie auf der Stelle gejoggt oder irgend sowas, um da mein Ziel zu erreichen. Also ich war irgendwie komplett von außen fremdgesteuert. Ja. Ja. Das ist Wahnsinn, wie normal das eigentlich in unserer Gesellschaft fast geworden ist, dass wir gar nicht mehr sehen wirklich, dass das nicht normal ist. Ja. Ja, und das, ich kenne das von mir selber auch noch, diese Gedanken an Essen, dass man so damit identifiziert ist, dass man denkt, bei mir ist das halt so. Ja, vielleicht, um bei dem Thema direkt zu bleiben, was hast du heute gelernt, also bei dem Thema Gedanken an Essen? Warum weißt du heute, dass es nicht normal ist? Ja, also einfach, weil es so viele wichtigere andere Dinge gibt, an die man denken kann. Und ich muss sagen, es war echt beeindruckend, weil klar geht man in Soul Food mit diesem Ziel rein, dass man das los wird. Und es ist einfach irgendwie automatisch auf dem Weg passiert. Also ich habe da gar nicht aktiv mich mit dem Thema beschäftigt. Es war auf einmal einfach so, ich weiß, ich bin einen Nachmittag nach Hause gegangen. Wie gesagt, ich habe ja immer vorher geplant, was esse ich denn? Und ich bin nach Hause gegangen von der Arbeit und stand dann in meiner Küche und war so, was esse ich denn jetzt? Ich habe mir überhaupt nicht überlegt, irgendwie, was ich jetzt kochen kann, was ich esse. Und es fing halt so langsam an, dass ich mich da nicht immer mit beschäftigt habe, dadurch, dass wir uns halt auch viel mehr mit uns beschäftigt haben und ich dann mit mir und meinen Gedanken und meinen Gefühlen quasi beschäftigt war, ist das Essen in den Hintergrund gerückt. Und ich weiß, es war ein Tag so, da war ich an der Arbeit und ich weiß auch nicht, ich war so im Flow drin und ich bin nach Hause gekommen nachmittags und war auf einmal so, wieso habe ich denn jetzt so Hunger? Also nachmittags hatte ich eigentlich gar keinen Hunger und bin so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann ist mir aufgefallen, ich habe heute Mittag einfach nichts gegessen, ich habe es einfach vergessen zu essen. Und da war ich so, wow, okay, ich dachte nie, dass mir das passiert, weil ich immer nur mit Essen beschäftigt war. Und das war einfach echt schön, dass ich gesagt habe, okay, ich war so also mit anderen Dingen beschäftigt und habe überhaupt nicht dran gedacht. Und ja, es war auch gar nicht schlimm, es ist nichts passiert. Es war irgendwie ganz überraschend. Und da habe ich mich echt gefreut, weil das für mich ja auch so ein Anstoß war. Damals, als die Teilnehmerin meinem Yoga-Kurs gesagt hat, sie hat vergessen zu essen. Ich dachte, das passiert mir nie. Und dann ist es mir auf einmal noch passiert. Das war ganz, ganz schön. Ja, das zeigt so schön, wie einfach dieser Gedankenfreiraum auch entsteht dadurch, ne? Weil das nimmt ja so unendlich viel Zeit auch ein, ne? Ja. Darüber nachzudenken, wann esse ich, was, wann kann ich als nächstes essen? Was machst du heute mit dem Freiraum an Gedanken, der dadurch entstanden ist? Also ich beschäftige mich tatsächlich gerne mit mir. Das war vorher auch so ein Punkt. Also ich wohne auch alleine, ich bin eigentlich viel mit mir alleine, aber ich war nie wirklich mit mir alleine, weil ich immer irgendwie einen Fernseher oder einen Podcast oder Radio oder Musik, also irgendwas war immer da,
was mich quasi so beschallte, dass ich mich gar nicht wirklich mit mir auseinandersetzen konnte oder es halt auch nie gemacht habe. Und das ist durch Solfe wirklich ganz anders geworden. Also ich schätze jetzt wirklich so morgens diese Zeit auch einfach mit mir, wenn ich mal meine Gedanken niederschreiben kann und in mich reinfallen kann, was ist denn eigentlich gerade los? Und ja, ich konnte mich dadurch viel besser kennenlernen und ich weiß jetzt, was ich möchte, wo ich hin möchte. Das war vorher auch so ein Punkt, ich war irgendwie einfach ja verloren. Ich wusste, dass ich mit meinem jetzigen Job nicht zufrieden bin, dass ich gerne was anderes machen würde und ich habe mich dann irgendwie Ende des Jahres und Anfang Januar dann gefragt, ja okay, wenn du jetzt was anderes machen möchtest, was möchtest du denn machen, Amelie? Und ich hatte da überhaupt keine Antwort drauf. Ich wusste gar nicht, was mir Spaß macht, was ich jetzt gerne machen möchte. Da war einfach nichts. Und da habe ich auch gedacht, okay, das kann ja nicht sein, dass du irgendwie nicht weißt, was du gerne machen möchtest. Und ja, das ist durch Soulfood auch anders geworden. Dadurch, dass ich mich mit mir beschäftigt habe und mich quasi neu kennengelernt habe, weiß ich jetzt auch, okay, was möchtest du? Was möchtest du von deinem Leben? Wo soll deine Reise hingehen? Und was macht dir Spaß? Und ja, deswegen habe ich mir dann auch einen neuen Job gesucht, den ich jetzt ab Juni dann antreten werde. Ich bin ja jetzt schon einen Tag in der Woche, weil die irgendwie schon vorher jemanden suchten und ich wollte das unbedingt machen und die wollten mich unbedingt haben. Und da freue ich mich sehr drauf, weil das einfach mehr meinen Interessen und meinen Werten entspricht. Und ich glaube, da wird es mir auch dann sehr viel besser gehen als in meinem alten Job. So schön, da sieht man wieder, wie ganzheitlich das Thema einfach verändert. Ne? Annelie, könntest du so ein bisschen vielleicht, ich weiß, dass ganz, 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 ganz viele Menschen nämlich ein Thema damit haben, weil wir uns irgendwann mal einem Job verpflichtet haben und jetzt Angst haben, loszulassen oder Erwartungen nicht zu erfüllen oder ähnliches. Könntest du vielleicht die Frauen, die das Thema auch kennen, so ein bisschen von deinem Prozess mal erzählen? Wie war das, als du gemerkt hast, okay, es ist jetzt wichtig, den Schritt zu gehen? Ja, das war, als ich dann so rausgekommen, was ich machen möchte und auch den anderen Job quasi als Bewerbungsgespräch, dann gedacht habe, okay, wow, das begeistert mich total, das möchte ich jetzt machen, habe ich das meiner Chefin gesagt und die war im ersten Moment auch so, ja, kein Ding, du kannst auch einen Tag in der Woche hingehen, alles gut. Und dann hat es aber noch, also wir hatten das dann für den Monat danach ausgemacht und als es dann soweit war und ich meiner Chefin gesagt habe, okay, ich werde dann nächste Woche einen Tag die Woche woanders hingehen. Und ich möchte, da, also dann war es auch, war erst schon mal ein bisschen schwierig für sie, es ging aber noch. Oder als wir dann irgendwann darüber geredet haben, ob ich den neuen Job antrete oder meinen alten Job weitermache, das hatte sie irgendwann so gefragt und ich war da auch so, ich war da gar nicht drauf vorbereitet. Ich hatte mir echt so im Kopf ausgemalt, ich überlege mir dann, was ich sage und wie ich ihr das erklären kann. Und so weit war ich noch gar nicht und sie fragte mich dann einfach und ich habe dann einfach gesagt, ja, der andere Job macht mir mehr Spaß, den möchte ich gerne machen, weil es auch einfach so ist und die Wahrheit war und das hat tatsächlich meine Chefin dann sehr verletzt. Sie hat dann eine Zeit lang auch gar nicht oder fast gar nicht mit mir gesprochen. Das war wirklich schwierig für mich, weil ich auch so konditioniert bin, dass ich immer alle Erwartungen erfülle und das mache, was die anderen möchten, damit sie mich mögen und mich gut finden. Und das hat mich dann auch total getriggert und es war echt schwierig. Aber ich habe mir immer gesagt, okay, Annelie, du weißt jetzt, was du möchtest und du bist dir das wert und du möchtest lieber das andere machen, weil es für dich besser ist und du musst dich gar nicht verpflichtet fühlen. Also du bist nicht verpflichtet, für immer da zu arbeiten und auch wenn es jetzt für deine Chefin schwer ist, was ich auch nachvollziehen konnte, dass sie das jetzt nicht so toll findet, aber ich habe dann einfach gesagt, nein, du möchtest das nicht und du musst dich dafür nicht rechtfertigen, du darfst deinen Weg gehen, egal was die anderen sagen und bin dann durch die Zeit einfach ja durchgegangen. Mhm. Ich muss sagen, ich hatte am Anfang, das habe ich auch mit Vanessa, mit der war ich ja im Coaching, immer gesagt, ich so, okay, ich muss mich irgendwie erklären. Ich muss ihr erklären, warum ich das möchte. Und Vanessa so, warum denn? Warum denkst du denn, dass du das brauchst? Was bringt dir das denn? Und ich so, ja, aber dann geht es mir irgendwie besser. Und nach ein paar Wochen war dann tatsächlich der Moment, wo ich mit meiner Chefin im Büro saß und wir dann in Ruhe drüber gesprochen haben und ich mich erklären konnte. Und ja, mir ging es nachher auch nicht wesentlich besser. Also ich habe wirklich gemerkt, okay, es war zwar schon gut, dass wir da nochmal vernünftig drüber gesprochen haben, aber ja, es hat mir und meinem schlechten Gewissen jetzt auch nicht so viel weitergeholfen, dass ich ja das nochmal erklären konnte, meine Beweggründe. Aber ja, es hat mir auch nochmal gezeigt, dass ich mir das wert bin und dass ich da durchgehen kann und dass ich nicht die Erwartungen von anderen immer erfüllen muss. Auch wenn es im ersten Moment vielleicht schwer ist,
Aber man wächst da auch dran und ich glaube, beim nächsten Mal bin ich dann auch einfach stärker und kann da einfacher durchgehen. Ja, das ist ja immer der Prozess von, ne, ich gehe durch und bin bereit, alles zu fühlen, was da ist, ja, und stehe trotzdem für mich ein und erkenne meine Aufgabe daraus. Und dein System lernt, es passiert ja eigentlich gar nichts. Ne? Und ja, super schön. Ich höre viel auch daraus, so dieses, du hast gelernt, für dich einzustehen, für deine Bedürfnisse. Und wo merkst du das vielleicht auf anderen Ebenen auch noch? Ich habe das vor allem, also ich war früher immer so, wenn meine Freundin irgendwas machen wollte, ich habe irgendwann, ja, ich bin dabei. Und auch wenn es mir mal irgendwie nicht so gut ging oder ich eigentlich doch keine Lust hatte, war ich halt dabei, weil wir das ja ausgemacht und ja auch wieder so, die erwarten das ja, dass wir das jetzt machen. Und jetzt, wenn es mir einfach irgendwie nicht gut geht oder ich das gerade nicht fühle oder denke, ich würde eigentlich lieber was anderes machen, weil ich gerade was anderes brauche, dann sage ich das auch, dann kommuniziere ich das und das ist auch okay. Also das ist auch was ich gemerkt habe. Ich war früher sehr für mich und habe immer meine Gedanken bei mir selbst behalten. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich Sachen teile, dann stößt das meistens auf Zustimmung. Also es ist gar nicht so, wie ich das gedacht habe, dass die Leute denken, so, hä, was? Nee, das finde ich jetzt aber blöd, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, so ungefähr. Sondern meistens finden die das gut. Und auch als ich angefangen habe zu erzählen, dass ich es so gut mache, kam dann, wovor ich auch super viel Angst hatte, weil ich da noch nie mit jemandem drüber geredet habe. Und dann kam aber auch immer das Feedback, wow, finde ich super, dass du das machst und dass du mutig bist und diesen Schritt gehst. Ja, also wenn man da offen kommuniziert, dann kommt meistens auch was Positives zurück. Also es passiert irgendwie nichts Schlimmes, was ich vorher immer gedacht habe und deswegen alles für mich behalten habe. Und ich weiß jetzt, ich kann für mich einstehen und sagen, was ich denke und fühle und es ist okay. Hm. Okay, also ja, ich finde, was ich sehr, sehr schön finde, ist, allem, was du erzählst, hört man halt sehr raus, wie du immer mehr deine Wahrheit lebst, ne? Wie immer mehr authentisch du dabei herauskommst. Du hast jetzt schon super viele schöne Punkte angeschnitten. Würdest du sagen, es gibt vielleicht noch was, was du sagst, okay, das hat sich seit der Soulfood-Reise, seit dem Soulfood-Start irgendwie verändert, das möchte ich an dieser Stelle irgendwie nochmal erzählen und teilen. Ja, und zwar die Beziehung zu meinen Eltern, weil ich glaube, das ist auch was viele Frauen irgendwie mit sich rumtragen und das ist echt nicht einfach, darüber zu reden und auch erstmal schwierig, sich damit auseinanderzusetzen, weil, ja, die prägen einen schon viel und bei mir ist es auch so, dass durch meine Eltern halt einfach dieses Gefühl kam, halt, dass ich nicht genug bin, dass ich so, wie ich bin, nicht richtig bin und auch immer sehr viele Erwartungen, wo meine berufliche Reise hingehen sollte am besten und das hat mir auch einfach nicht entsprochen und ich habe mich da aber irgendwie jahrelang halt einfach immer dran gehalten und habe halt gedacht, okay, dann mache ich das halt, weil das ist ja der richtige Weg, wenn ich jetzt beruflich da und dahin gehe, obwohl das für mich eigentlich gar nicht wirklich der richtige Weg ist und es ist erstmal schon schwierig, sich damit auseinanderzusetzen und das einzusehen, aber bei mir kam dann auch einfach irgendwann der Punkt, was mir sehr viel geholfen hat, dass ich erwachsen bin und dass ich mit meinen Eltern auf einer Ebene stehe. Ich war irgendwie so, meine Eltern waren da und ich war hier unten, weil ich war ja noch das kleine Kind. So ungefähr war das gefühlsmäßig bei mir und ich konnte irgendwann einfach stehen, okay, ich bin erwachsen, ich darf meine eigene Entscheidung treffen und ich stehe auf einer Ebene. Und wenn ich den anderen Weg für mich richtig finde, dann ist es vollkommen okay, wenn ich den gehe, auch wenn meine Eltern das vielleicht im ersten Moment nicht so toll finden. Die werden auch irgendwann sehen, dass es für mich richtig ist, wenn ich glücklich bin und zufrieden bin, weil das ist, glaube ich, schon für Eltern immer auch das Wichtigste, auch wenn sie halt meinen, man muss ihren Weg gehen, aber das muss man gar nicht und das ist nicht einfach, aber es geht. Es ist alles möglich. Ja, du bist gerade dann in dein erwachsenes Ich gestiegen und hast deine Bedürfnisse kommuniziert, ne? Wie war das für dich, also emotional? Das ist nicht so einfach, wenn man das jetzt so erstmal anfängt zu machen. Das erste Mal ist es halt schon sehr schwierig. Aber ja, ich habe mir einfach immer wieder gesagt, Annelie, du bist jetzt schon so weit gekommen und du möchtest deinen Weg weitergehen. Und ja, du bist es wert, dass du deinen Weg gehst und glücklich bist. Und deswegen, ja, gehen wir jetzt da durch. Und im Endeffekt ist es immer, also es kommt immer alles gut raus. Es passiert wirklich nichts Schlimmes, auch wenn man das erstmal denkt. Das ist auch was ich ganz so gut gelernt habe, dass das Leben immer für einen passiert.
Ich war vorher auch immer im Opfermodus und habe gedacht, okay, mir passiert nur Schlechtes und es ist alles so schlimm. Und jetzt weiß ich auch, wenn mal schwierigere Situationen kommen, man kann da in sich reingehen, damit wachsen, daraus lernen und ja, es ist alles für einen. Auch wenn man im ersten Moment denkt, nee, das ist jetzt aber blöd, ist es ja doch, wenn man das annimmt und daraus lernt und daraus wächst und dann wird das immer alles positiv und es passiert immer alles so, wie es passieren soll. Ja, das ist super schön, dass du es sagst. Ne? Das ist der große Unterschied irgendwie auch, wie alles sich nochmal komplett anders anfühlen kann. Ja. Kannst du vielleicht noch ein paar Beispiele nennen, wo du sagst, oh, da war ich eigentlich total im Opfermodus. Da habe ich mich immer als Opfer der Umstände oder der Vergangenheit gesehen und da gehe ich heute ganz anders mit um. Ja, das war ja zum einen beruflich, weil ich irgendwie dachte, okay, das ist jetzt so und du findest hier eh nichts Besseres. Aber auch privat, also ich bin Single und ich habe immer gedacht, okay, du findest keinen und keiner mag dich. Und war da immer so in der Opferrolle und dachte auch immer so, weiß nicht, ich habe auch immer so erwartet, dass, also eigentlich in allen Situationen, dass jemand von außen kommt, mich an die Hand nimmt und mir dann irgendwie das gibt, was ich möchte, ohne dass ich irgendwie was dafür tue, was ja auch total absurd ist. Aber irgendwie habe ich immer gedacht, okay, ich kann da nichts mitmachen, ich brauche Hilfe von außen. Und das ist einfach anders. Ich weiß jetzt, dass ich alles selbst in die Hand nehmen kann und darf. Also, dass ich das vor allem auch kann und nicht auf außen warten muss. Und auch ich denke, okay, ich bin jetzt auf meiner Reise und ich entwickle mich weiter. Und wenn irgendwann ein Partner kommt, der zu mir passt und den ich gut finde, dann ist es schön. Aber ich sitze jetzt auch nicht da und bin irgendwie traurig und warte drauf, sondern ich habe jetzt mich und bin damit schon glücklich und zufrieden. Ja, und gucke einfach, was da kommt. Superschön. Ja, da sprichst du auch so einen riesengroßen, wichtigen Punkt an, ne? Dass wir den Punkt erreichen dürfen, wo wir uns in uns schon ganz fühlen und dass jemand anders dann zustoßen kann, wenn es soweit ist, aber wir brauchen den anderen nicht mehr. Genau. Ja, superschön. Annelie, stell gerne die Frage. Wenn jetzt gerade die Annelie von vor einem Jahr hier sitzen würde, was würdest du ihr gerne mitgeben? Ich würde ihr mitgeben, dass sie auf, also sich vertrauen kann, dass sie auf sich hören soll, weil sie eigentlich alles in sich hat, was es braucht und das einfach nur irgendwie unterdrückt hat und durch Erwartungen im Außen und Beschallung alles halt irgendwie ganz tief unten untergegangen ist. Aber dass sie sich einfach Zeit für sich nehmen soll und auf sich hören soll und sich vor allen Dingen vertrauen kann, weil sie weiß genau, welche Entscheidung richtig ist und dass sich da einfach nicht von anderen beeinflussen lassen. Ja. So schön. Ja, das zeigt nochmal sehr schön, dass alles da ist, immer schon da gewesen ist, ne, und dass wir einfach nur wieder zu unserem Kern zurückfinden dürfen. Sehr schön. Okay, und vielleicht nochmal eine Abschlussfrage, die ich auch immer gerne stelle. An die Frauen und vielleicht auch tatsächlich an die Frauen nochmal, die auch das Gefühl haben, so, ja, ich habe ja auch gar nicht jetzt irgendwie so eine krasse Essstörung, wie man es irgendwie vermittelt. Was würdest du ihnen vielleicht gerne mitgeben? Dass sie, wenn sie irgendwie in sich den Ruf verspüren, so gut zu machen, dass sie es auf jeden Fall machen sollten. Auch wenn man irgendwie denkt, okay, mir geht es ja gar nicht so schlecht und ich habe gar keine richtige Essstörung, ich habe gar nicht so ein Problem, wenn du irgendwie diesen Ruf verspürst, dass Soulfood dir helfen kann und du irgendwie ein Thema hast mit Essen, auch wenn es nicht so groß ist, ist es einfach super hilfreich. Ich würde das auch jedem, der kein Problem mit Essen hat, empfehlen, Soulfood zu machen, weil ja, man lernt sich einfach neu kennen und man schafft eine ganz neue Verbindung zu sich und es ja verändert wirklich die Sicht auf die Welt und ja, eventuell auch das Umfeld und auch wenn sich nichts im Außen ändert, in einem passiert so viel und es ist einfach eine ganz tolle Reise und man kommt da auf jeden Fall glücklicher und zufriedener und freier raus. Deswegen, wenn irgendjemand den Ruf verspürt, sollte es auf jeden Fall machen und den Schritt wagen. Es wird keiner bereuen. Superschön. Annelie, von Herzen danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich finde, du hast heute wunderschön rübergebracht, ja, was es bedeutet, auch wieder authentischer man selbst zu sein und diese Schalen von Erwartungen und Ängste loszulassen. Und auch das muss man ja nochmal sagen, ja, innerhalb sehr kurzer Zeit wieder, ne? Du warst im Januar jetzt dabei, ne? Also eigentlich vor 3,5 Monaten.
Ne? Und da sieht man wieder, ja, wenn wir bereit sind und bereit sind, auch Entscheidungen zu treffen, dann kann sich so schnell so viel verändern. Und ja, das hast du heute nochmal sehr, sehr schön gezeigt. Und ich bin mir sicher, nochmal ganz, ganz viel Hoffnung und auch Mut geschenkt, mehr für sich einzustehen und ja, die Bedürfnisse zu kommunizieren. Und war sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank. Okay, dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und allen Zuhörerinnen natürlich auch.